Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirt Einkauf auf der, weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, Holland Schiffel. zusammen mit Hans Günther. Moin. Wir waren in der letzten Folge ja stehen geblieben beim Großauftrag und lauern jetzt erstmal weiter ab. Holst du Mir jetzt? geht's übrigens wieder gut nach dem Unfall. Ja. Hab mich ja, glaube ich, mehrmals überschlagen. Ich geh da dran. Mann, du, das Chefe wird meckern, wenn wir nicht vor 16 Uhr wieder an der Firma sind. Naja, vor 16 Uhr. Naja, mal schauen. Ja, mit dem Kranier, es geht eigentlich. Jungs, für den Auftrag kriegen wir hier 30.000. Ja, haben wir uns schon ausgerechnet. Ja. So, ich lade jetzt hier nochmal eine Palette Dünger ab. Den Rest muss ich da machen, oder wie? Nein, ich lade noch vorne die anderen drei ab, nur ich stelle hier unten dann halt nur hin, dass du die direkt mitnehmen kannst. Ja, okay. Ja, wollen wir auf der Rückfahrt den Gabelstapler bei dir drauf tun? Können wir machen. Müssen wir mal schauen, ob wir den mit dem Kran irgendwie draufgeladen kriegen. Ich wollte gerade sagen, ja, lass doch einfach die Gabelstapler zum Draufladen nehmen, aber ist ja ein bisschen schwer. Aber das geht schlecht. Soll ich die Paletten auf dem LKW gleich erstmal wegmachen? Oh, pass auf. Ja, warte, ich nehme die da schnell weg. Ich drehe die mal kurz. Ich gehe runter hier, du. Ist er leider am Forstkram und kein Palettenkram, aber naja, geht auch so. Ja, vielleicht kann man den mal irgendwie umbauen. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es da auch irgendwas noch zu Oder kaufen. umbauen. Mal sehen. Ist es normal, weil das bei dem Stapler die Bremsen quietschen? Also das Handpedal? Hast du schon mal gefragt? Ja, weil ich meine, der Stapler ist etwas neuer. Ja, der ist auch noch nicht so alt, aber dann muss man vielleicht in der Werkstatt mal ein bisschen Öl dran machen. Na, mit dem Kran komme ich ganz gut zurecht. Mit dem komme ich sogar besser mit dem Stapler zurecht. Aber ich bin ja auch kein, nach der im Lager arbeitet. Ja, das bin ja ich. Halt hinten. Ja, aber Staplerfahren muss ich trotzdem können. Das ist ja Voraussetzung, oder? Klar. Die habe ich gerade nicht so ganz gut erwischt, aber. So, das ganze Schweinefutter ist jetzt runter. Hoffentlich ist der nächste Kunde mal einer, der vielleicht mal Wolle oder noch hier Schweinefutter bestellt. Ja, man setzt die Big Aber Packs. die Big Bags. Das mit den Big Bags wäre schon nicht schlecht. Weil dann haben wir die nämlich weg. Aber weißt du, wie das passiert ist? Wir hatten ja hauptsächlich Paletten bestellt. Auf einmal kamen dann ja 15 Big Bags, ne? Ja, keine Ahnung, da ist wohl irgendwas beim Lager schiefgelaufen. Da hat der Chef ja irgendwas falsch gedacht oder so. Oh mein Chef. Da ist die Palette Haben gerade mal wir für ganz kurz morgen hier weg. einen Auftrag? Was?
Haben wir für morgen eigentlich schon einen Auftrag? Bisher noch nicht, aber ich muss später mal schauen. Wenn, würde ich dir ja noch mal schreiben. Vielleicht morgen auch frei, oder glaube ich nicht. Nee. Welcher Wochentag ist eigentlich morgen? Morgen ist Dienstag. Oder? Ist morgen Feiertag? Nee. Dann haben wir keinen frei. Nächste Woche ist wieder Feiertag 2, glaube ich sogar. Welche denn? Das ist eine gute Frage. Denkst du, ich kenne mich mit den Feiertagen aus? Warte. Oh, den Kranich hätte. Na. Den kann man auch ganz gut einklappen. Schau mal. Warte, ne, das ausklappen. Oh, mein Handy klingelt. Warte kurz. Ja, Chefe, hallo? Ah, sie haben noch einen Auftrag für uns? Ja, ja. Okay. Gebe ich an Peter weiter. Oh, ich denne. Tschüss. Wir sind gerade am Ablaufen, ja. Tschüss. Chef hat ihn angerufen. Was will der denn? Hat nur einen Auftrag. Wo geht's denn? Was muss ich denn fahren? Es ist weiter oberhalb, da ist ein ganz schnelles Industriegebiet. Was hat er denn gesagt, weil ich fahren muss? Erstmal die ganzen alle Lernen da boxen. Hin. Aber ohne Anhänger fahren. Ah, das meinte er eben noch. Okay. Naja. Und dann so, oh. Wenn nicht alles drauf passt, dann muss ich ja eigentlich mit Anhänger. Und dann wollten sie nochmal ordentlich Wolle haben. Okay. Aber Steffi meinte, dass der Anhänger zur Wartung und zum TÜV muss. Und dass er dickere Reifen morgen bekommt. Ja, warum muss ich ansonsten auf dem Weg dahin mal zur Werkstatt bringen zum Ende? Vielleicht kann er das dann direkt machen, Wartung plus alles. Ja, wenn Ladung drauf ist, ist es ein bisschen blöd. Ja, nee. Nur dann halt auf der Ladefläche. Anhänger lässt schon frei und stell ihn dann einfach vor die Tür. Oh nee! Oh, jetzt dreh ich's nicht. Scheiße, jetzt müssen wir uns erstmal beeilen, dass wir die Big Packs reinkriegen. Zum Glück ein Dach vor dem Kopf. Warte, ich schwenk direkt mal hier rüber. Warte, ich dreh mal die Palette und fahr den Arm mal aus. Auf jeden Fall, meine Schiffe, du sollst dann erstmal solo fahren, die Gitterboxen hinbringen. Vielleicht mit dem alten MAN. Okay. Vielleicht kannst du dann ja auch hinten vielleicht noch mal ein bisschen Wolle mitnehmen, nicht viel. Oh, aber auf jeden Fall sollst du dann halt erstmal Gitterboxen im Ring, dann die Wolle, also dann Wolle. Und ja. Ja, muss ich mit Chef noch mal drüber reden, wie das so jetzt so abläuft. Ja, wenn du dann da die Wolle abgeladen hast, beziehungsweise wir. Dann sollst du hier, Mensch, nicht in die Beute. dann sollst du die Gitterboxen wieder mitnehmen, die werden dann nämlich mit Kartoffeln gefüllt. Okay. Und die sollen wir dann hierher bringen und erstmal trocken lagern. Aber ja, er weiß noch nicht, ob er einen Kunden hat. Ja, du, da hinten sind gerade noch eine Palette runtergefallen. Ich sehe es. Stand am Rand. Wie kriegen wir die wieder hoch? Weil ich glaube, da bist du mit dem Kran das besser bestellt. Ja, warte, ich stelle die andere hier noch ab. Bei den IBC-Tanks können wir uns ja mal so ein bisschen Zeit lassen, ne? Ja, gut. Ich will jetzt auch nicht unbedingt nass werden. Ja, Mist, jetzt ist 16 Uhr, ey. Mensch, dann müssen wir halt schnell morgen früh laden. Oder wir machen es heute noch nach Feierabend. Ach, machen wir heute ein bisschen später. Im Prinzip sind es nur ein paar Gitterboxen aufladen, oder? Ja, eigentlich schon.
Ja, Big Bags sind jetzt auf jeden Fall in Sicherheit. Netzrollen, Melasse und Garnrollen sind auch in Sicherheit. Boah, perfekt. Erste steht. Ich schon mal, ich mach die halt dann nur an der Kante dran. Und so ein Zack. Oh, jetzt baumelt's ein bisschen jetzt. Zack. So, hab alle wieder aufgestellt. Perfekt. Warte, du kannst ja vielleicht die noch abladen, die auf dem Anhänger steht. Und du schwenkst die anderen vielleicht rüber. Ja, die eine ist auf jeden Fall noch. Die andere schwenkst dann auch noch. Gibt es eigentlich noch Zuschläge dafür, dass wir uns beeilt haben, dass wir das alles noch, obwohl es geht, heil in die Halle kriegen? Ja, wahrscheinlich musst nicht. Musst du eigentlich wissen, weil ich bin erst neu hier. Naja, bei dem Kunden ja ich schon mal, was der hier liefert, nur das waren nur 2-3 Paletten, das ist ziemlich knauserig. Wieso ist der knauserig? Ja, dann neulich da hier habe ich dann halt auch hier alles abgeladen und so weiter. Habe ich dann auch schon Tag gewünscht und so weiter, war nicht so noch höflich. Ja, dann kam er hier halt natürlich. Und na. Also irgendwie entweder so laberst du nur so komisch oder ich verstehe dich einfach jetzt nicht, was du von mir willst. Wieso? Na, ist ja auch egal. Hat der Funk gehangen oder was? Du hast mir einfach. Hat der Funk gehangen oder hast du mich einfach nur nicht verstanden? Ich hab dich nicht wirklich so verstanden. Ich war mal hier, nett und freundlich, hab die paar Paletten hier abgeladen, ordentlich dann halt unter das Vordere gestellt. Und dann war so wenig, dass er sagt, ey, die ganzen Säcke, die gehen doch kaputt und hab ich zu mir gesagt, ich hab jetzt aber keinen Stapler da, müssen sie selber machen. War das, ist das schon länger her? Na, das war jetzt kaputt. Oder war das in der Zeit, wo ich schon da war? Vor ein paar Monaten, also der ging ziemlich um den Sack, dieser Kunde. Ich bin froh, dass er gerade nicht hier ist. Ja, weil wenn er jetzt noch, also da müssen wir echt schnell nur Sachen packen und eine Fliege machen. So. Mensch, jetzt war ich eine große Lieferung gewesen. Kran habe ich jetzt mal zusammengeklappt. Also was ich merkwürdig finde, Mann. Der hat hier nur Schafstelle, aber bestellt Schweinfutter. Nee, wir brauchen ja hier noch den Dingen. Wir brauchen ja dann noch den Kran. Wir müssen dann noch Stapler aufnehmen, warte. Schmeißen nochmal an. Mal kurz Stützen ausfahren. So, ne? Warte. Klappt gerade aus. Ich wende schon mal mit dem Auto hier hinten, ne? So, jetzt muss ich halt nur kurz gucken, dass ich den hier ordentlich drauf kriege. Auf dass der Stapel jetzt nicht kaputt geht. Ich bin halt kein Experte, aber so gesund sieht das jetzt nicht aus. Ja, ist egal. Ja, steht. Aber meine lieben Freunde, wie es hier weitergeht, wir verladen den aufs Spiel nochmal kurz ordentlich. Das seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet auch gerne bei uns beiden wieder ein. Und bis dahin, ciao.